Moin. Höllenwächter. Okay, jetzt pass mal auf. Ganz vorsichtig. Wir checken jetzt ab, was für Gold ihr nehmen dürft und welches nicht. Okay, Falle. Passt. Also den Haufen dürft ihr nehmen. Den Haufen dürft ihr auch nehmen. Normalerweise ist es ja schon öfter passiert, dass mir die Weindivine nicht abgestürzt ist und da habe ich es weggeschnitten. Aber diesmal dachte ich mir so, hey, es könnte ja sein, dass ein gewisses Objekt damit zusammenhängt, wisst ihr? Und das ist vielleicht für euch auch ganz interessant. Außerdem habe ich auf dem Desktop nichts zu verbergen. Nicht, dass ich wüsste. Da habt ihr meine Spiele gesehen. Habt ihr noch irgendwas gesehen? Ich muss nachher mal gucken. So, jetzt wird's spannend. War es echt nur ein Steam-Fehler? Ach, was. Es scheint wirklich nur ein Steam-Fehler zu sein. Okay. Wächter des Grals. Angreifen, okay. Wer stört meinen Schlummer? Verlasst diesen Ort. Geht jetzt. Würde ich ja gern. Aber ich brauche den Gral. Sir. Verstehen Sie meine Problematik? Leerer heiliger Gral. Komm. Oh. Tschüss. Ich werde gleich wieder sichtbar. Komm mit helfen. Oh oh. Oh oh, Freunde. Oh oh. Schönes Schild hier. Ja, alles ganz nett. Oh krass, wie viel Tränke haben wir denn aufgebraucht? Nice. Ah, wir haben den Gral gefunden, Freunde. Nice. Da ist er. Oh, geil. Komm hier auf. Na los. Das sind im Prinzip alles Teleron Haschnitors. Wisst ihr noch? Der Herr des Verderbens. Der Dämon. Von Mardaneus. Aufhören. Aufhören. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du nicht so einen krass OP-Charakter hast mit so viel Resistenzen, dass das ein richtig übles Brett ist. Ja.
Okay, jetzt werden wir aber überhäuft mit guten Sachen, gell? Jetzt werden wir überhäuft. Bitte sag mir, dass die irgendwie einen Eintrag haben oder so, bitte. Ich sammle sowas. Und dass das jetzt nicht einfach als Mumie zählt. Wir haben schon so viele Biester umgebracht. Es ist so geil. Es ist so geil. Mumie haben wir hier. 71 steht da. Das ist viel. Das könnte quasi alle umfassen. Ich bin so am Überlegen, ob ich nicht danach mit Beyond Divinity weitermachen soll. Da. Oh. Uralter. Ein Uralter. Stufe 39. Alter Vater. Okay, das reicht mir schon. Wenn die anderen unter Mumie zählen und das tun sie, dann macht es mir nichts weiter aus. Nicht schlecht. So, da haben wir jetzt den leeren Heiligen Gral. Okay. Das ist das Haus von Boratus. Sollen wir jetzt erst... Wir haben den Heiligen Gral gefunden. Sollen wir jetzt zuerst das mit den Tieren machen? Was haben wir da alles gefunden? Okay, Wahrnehmung, Elementarblitz 1, Umarmung der Schatten 1, lauter kranke Sachen. Ich glaube, wir machen zuerst hier fertig, oder? Weil dann können wir, wahrscheinlich finden wir die Schriftrolle der Imps in der Festung und dann können wir uns hochteleportieren. Zu den Zwergen. Dann haben wir da nicht so einen Stress, wisst ihr? Ich glaube, dass das cooler ist. Und dann hätten wir halt auch den Süden quasi... Naja, wenn man jetzt vom Boratus Haus absieht, komplett abgeschlossen. Aber das können wir ja einschieben. Das ist ja... Das ist ja dann nicht mehr so das Game. Schon mal gesagt und ich sag's immer wieder, irgendwann kommt hier jemand diesen Keller runter und der ist dann Multimilliardär. Damit funktioniert das nicht. Würde ihm zwar keiner abkaufen können. Das kann ich dafür nicht verwenden. Aber ihr werdet sehen. Der wird sich freuen. Über die Schätze, die er hier findet. So. Hier wollte ich hin, genau. Geh mal nochmal einen Schritt hier rüber, genau. So. Damit funktioniert das nicht. Eins. Das kann ich dafür nicht verwenden. Zwei. Moment mal, wo ist der zweite? Gut, Jungs. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben die Zeit optimal genutzt. Ab in die Impffestung. Mach die nochmal schick, mein Freund. Let's go. Hexen. Egal, was hier unten passiert ist. Die Echsen scheinen die Schlacht für sich bestimmt zu haben. Imps habe ich auch noch gar keine getroffen, gell? Ich hatte jetzt eigentlich schon Hoffnung, dass wir mal auf Imps... Gut, ja, den Abgesandten. Aber das ist ja wirklich der einzige. Aber warum folgen die Echsen einem Drachenreiter? Kann mir das jemand erklären? Ich sehe halt da momentan keinen Nutzen dahinter. Oder sind die so...
Oberflächlich ist ja der falsche Begriff, aber so erfolgsorientiert, dass sie halt sagen, hey, das ist das stärkste Viech, was wir kennen. Dem folgen wir. Sind die so gepolt? Moin. Die Rätsel in dem Spiel sind so... Ja. Was hat das wohl bewirkt? Man kann ihn von beiden Seiten auf- und absperren. Sehr schön. Hier wurde ein Imp gehalten. Der wurde hier gefangen genommen. Selbes Spiel hier. Das ist keine Imp-Festung, das ist eine Echsenfestung. Oh nein, das ist keine Echsenfestung. Das ist weder eine Echsen- noch eine Imp-Festung. Wohl bewirkt. Aha, ich kapier. Das ist weder eine Echsen- noch eine Imp-Festung, Freunde. Das ist eine Skelettfestung. Aha. Die haben uns böse in die Ecke gedrängt. Die Imps haben hier meiner Meinung nach eine Schlacht gegen die Skelette verloren und vielleicht, aber das ist nur Spekulation, wollten ihnen die Echsen sogar helfen? Was? Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Denkt ihr eher, dass Echsen und Imps gekämpft haben und dann am Ende... Was weiß ich, dieser dieser Dämonenführer, schau mal her, hier liegt nämlich eine tote Echse im Gefängnis. Ich glaube, dass die Echsen und Imps hier gemeinsam gestorben sind. Aber warum waren uns die Echsen dann so feindlich gesinnt? Weil theoretisch gehören sie ja auch zu diesem Völkerbündnis, wisst ihr? Also die gehören ja dazu. Warum greifen die uns dann an? Anstatt uns um Hilfe zu bitten, zum Beispiel. Oh, spannend. Nochmal solche Rätsel. Also so Lore-Rätsel. Man versucht sich ja irgendwie zusammenzureimen letztendlich. Kommt's auch zu? Was hat das wohl bewirkt? Erstmal. So. Jo. Leute, ihr müsst mir mal ein bisschen helfen. Ich weiß, dass Divine Divinity nicht das Projekt ist, was die meisten unglaublich triggert. Aber soll ich danach Beyond Divinity spielen? Den Nachfolger, den zweiten? Also, geschichtlich basiert er ja nicht auf dem Erfolg. Also, es ist nicht der storytechnisch zweite Teil, aber man fühlt so ein bisschen. Soll ich den spielen? Was hat das wohl bewirkt? Von dem habe ich dann keine Ahnung. Okay. Vielleicht haue ich mich nicht ganz so sorglos da rein. Das Skelett. Das Dungeon ist nicht mehr so groß. Das ist nicht mehr so groß. Hier fehlt es nicht mehr weit. Rakshin. Ein Eindringling ist in unser Gewölbe gekommen. Ich bin
sicher, er ist hinter dem Herz des Drachen her. Attackiert ihn, während ich den Stein in unsere Schatzkammer bringe. Und er ist weg. Geht und sichert das Herz, Meister. Wir werden uns um den Eindringling kümmern. Saragab. Wenn ich die Tür nicht aufsperre, wirst du ein Scheißdreck, Junge. Dann kannst du da drin Däumchen drehen, bis du versauerst. So nämlich. Okay. So, jawohl. So, los, volle Lotte. Schauen wir uns erstmal die rechte Seite an. Was hat das wohl bewirkt? Skelette. Viele, viele Skelette, Freunde. Jo, und die haben alle Bock. Oh, wir müssen die ein bisschen ablenken, weil es sind mir zu viele. So, mein lieber Drachenreiter, deine Dämonenarmee habe ich hier zumindest schon mal den Chaos gemacht. Die kann dir nicht mehr helfen. Weiter? Ah, es geht noch weiter. Was hat das wohl bewirkt? Oh ja, ich sehe schon. Es ist sie, oder? Oh Gott. Kleiner Heal. Kleiner Snack. Die Teleporter der Imps. Da ist sie. ABCDEFG. So. Glaubt nicht, dass wir Zeitstress haben, oder? Meint ihr? Meint ihr, dass das so eine Art zeitbegrenztes Event ist? Ich muss jetzt da nicht auf Gewalt hochgehen. Das muss... Also um die... Um die aktiv zu machen. Da ist Saragab. Ich werde gleich wieder sehen. Jungs! Mann. Ein Teufelsturmschild. Das hat eigentlich nur 30 Schutz mehr, gell? Das hat zumindest Bezauberungsstufe 5. Aber wir haben auch... Ja gut, es läuft ja eh am Ende auf die Drachenrüstung raus, von daher... Wurscht. So, hier war der eine tolle Leibgarde, Freunde. Ah, geil, Alter. Einfach ein toter Drache. Mit sowas hatten wir noch gar nichts zu tun. Was hat das wohl bewirkt? Okay, ich habe jetzt noch keinen direkten... Sinn erkannt, wahrscheinlich auf der rechten Seite, oder? Da wird sich irgendwas geöffnet haben, weil da geht es wieder in eher einen kryptischen Teil über. Oh nein, meine Kamera flackert. Wahrscheinlich ist jetzt die Tür. Ja.
Ist es im Kopf? Da ist die Schatzkammer. Boah, was ist das denn, Digga? Ja, Freunde, hier geht's rein in die Schatzkammer. Es... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte einen Cliffhanger machen, aber es ist mir nicht gelungen. Könnt ihr mal ein bisschen... So. Heute haben wir gut Tränke verbraucht. Sehr schön. Gefällt mir gut. Bin ich schon noch überladen. Freunde, wir sind in der Impffestung. Wir haben den Gral gefunden. Wir haben den Gral gefunden. Wir sind jetzt in der Impffestung auf der Jagd nach dem Herz des Drachen. Wir haben einen Drachenreiter vor uns, einen noch unbekannten Gegnertypen, der da auf uns zukommt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube zwar nicht, dass es noch... Ich bleib dabei. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, das uns das Wasser reichen kann. Aber man weiß ja nie. Ne? Hochmut kommt vor dem Fall. Und es würde mir wirklich helfen. Selbst wenn du der einzige Zuschauer bist, mein Freund. Selbst wenn du der einzige Zuschauer bist, der sich dieses Projekt anschaut. Würdest du gern Beyond Divinity sehen? Den Nachfolger dieses Spiels. Es würde mich einfach interessieren, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Oder sagt ihr, ein anderes Rollenspiel wäre geil, weil dieser Slot bleibt Rollenspielen vorenthalten. Und da würde es mich einfach interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, meine Lieben. Haut rein, bleibt gesund und ich freue mich mega aufs nächste Mal. Ja. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.